Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein paar Features zeigen, die die Fahrphysik betreffen und den Helfer sowie einige Menü-Unterpunkte. Doch beginnen wir zuerst mit dem Helfer. Aktuell habe ich noch keine Angestellten. Ich würde gern einen Angestellten haben, der gewisse Arbeiten für mich mit erledigt. Zum aktuellen Entwicklungsstand ist es bisher nur die Feldbearbeitung in Form von Gruppen oder Pflügen. Wie stelle ich das nun an, dass ich mir einen Angestellten einstelle? Dazu gehe ich ganz einfach in das Menü, gehe dazu auf den dritten Reiter Mitarbeiter. Hier ist der Arbeitsmarkt. Dort wird aktuell nur eine Person angezeigt, die gewisse Erfahrungssterne sich erarbeiten kann. Und das Gehalt, was er später kosten wird, das sind die Sachen, die uns direkt angezeigt werden. Was gibt es noch zu sehen? Hier gibt es ein Zufriedenheitslevel, will ich es mal nennen, was aktuell noch nicht eingefügt ist, aber später wahrscheinlich hinzukommt. Die Zufriedenheit wird vielleicht abhängig davon sein, wie viel Geld er bekommt, welche Arbeit er erledigen muss oder vielleicht davon sogar, welche Fähigkeiten er hat. Und ob die mit der Tätigkeit, die er ausüben muss, korrespondieren. Was will ich damit sagen? Vielleicht hat er hervorragende Managementfähigkeiten und sieht sich fehl am Platz, wenn er die Tiere versorgen muss. Andersrum, vielleicht ist er ein guter Mechaniker und kann nicht fahren. Da könnte ich mir vorstellen, dass dadurch die Fähigkeit bzw. die Zufriedenheit davon abhängig ist, so dass man jedem Mitarbeiter die Grundfähigkeit, die er vielleicht am besten kann, zuweisen kann, um die Zufriedenheit von diesem zu steigern. Den Giovanni stellen wir uns jetzt erst an. So, was soll er tun? Er soll ein Feld grubbern. Traktor und Grubber stehen schon bereit, Motor läuft schon. Wie stelle ich das nun an? Ich gehe einfach in die Planung, Aufgaben und weise ihm eine neue Aufgabe zu. Dazu gibt es in den Vorlagen verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Feldbearbeitung, Transport und Ernte. Transport und Ernte ist aktuell noch nicht im Entwicklungsstadium eingefügt. Bleibt also die Feldarbeit übrig, die er machen soll. Ich füge einen Fahrer hinzu, aktuell nur der Giovanni, den wähle ich aus und natürlich soll er das nicht mit einer Hake durchführen, sondern mit dem Traktor. Dazu wähle ich meinen Traktor aus. Und hier ist mir aufgefallen, dass das hoffentlich in der späteren fertigen Version erkenntlich ist, wo der Traktor steht, den ich ihm zuweisen will. Ich weiß, dass ich den Traktor, der jetzt vor mir steht, als erstes gekauft habe. Somit wähle ich den aus. Bei dem hinteren Anbaugerät ist natürlich etwas einfacher. Ich habe nur einen Pflug und einen Grubber. Er soll grubbern, also nehmen wir den Grubber. Und vorne dran ein Gewicht, was meine ich, das hier sein soll. Das wähle ich aus, speichere es so in dieser Konfiguration. Und hier sieht man schon, wenn vielleicht später die Möglichkeit besteht, dass man mehrere Anhänger an einen Traktor anhängen kann oder andere, meinetwegen hinter einer Gruppe noch eine Sämaschine, dass man das ebenso noch hier auswählen kann. Somit hat man hier oben noch einen zweiten Slot für hinten frei. Das speichere ich jetzt erstmal so ab. Und da er natürlich ein Feld bearbeiten soll und ich weise ihm jetzt einfach mal das Feld 8 zu. Hier fehlt natürlich jetzt ein Stück der Anzeige. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber wir sind ja in einer frühen Tech-Demo, die meines Erachtens nach schon hervorragend läuft, aber
natürlich Fehler enthält, ist ganz klar. Feld Entry, man hat verschiedene, wie man hier unten links sieht, das Grüne sind die Felder und das Gelbe sind die Zufahrtswege. Vermutlich kann man vielleicht Nordwesteinfahrt später wählen. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so, wie es ist. Gehen auf Speichern. Und dann sollte er schon loslegen. Hervorragend. Was ich euch parallel noch zeigen möchte, während er dahin fährt, wenn ich in das Fahrzeugmenü gehe und auf Vorpark, dann kann ich hier in einem sogar Live-Vorschau-Video sehen, welches Fahrzeug das ist und wo sich das gerade befindet. Vielleicht wird das in der Form später im Zuweisungstab für die Mitarbeiter auch noch eingefügt. Also das wäre wirklich Spitzenklasse. Okay, ich werde ihm mal hinterher flitzen, zu sehen, das wirklich macht. Genau. Unten links auf der Karte können wir sehen, dass er die Feldeinfahrt nutzt, die schon etwas länger nicht genutzt wurde, weil sie sehr zugewuchert ist. Ich hatte das vorhin schon mal probiert. Da hat es nicht so gut geklappt. Deswegen liegt hier noch ein Gewicht rum. Das wir natürlich jetzt, das ist das, was er angehangen hat, das ist der andere, verkaufen können. Genau, weg damit. So, schauen wir uns mal an. Giovanni fährt zu schnell. Nach welchem Prinzip er das Feld bearbeitet. Klar, die Meldung wird immer wieder angezeigt, dass uns das Feld nicht gehört. Man kann später, was ich auch sehr cool finde, über das Menü Einstellung und Gameplay Felder, die Feldgrenzenerkennung ein- und abschalten. Was es uns natürlich ermöglichen wird, so vermute ich, die standardmäßig vorgegebenen Felder zu erweitern oder zu verkleinern. Was ich persönlich sehr cool finde. Den Giovanni, würde ich sagen, lassen wir einfach mal seine Arbeit ausführen. Ich spule mal etwas vor in der Zeit, damit es wieder etwas heller wird. Gab es gerade etwas kurzen Regen. Und in der Zeit, während ich vorspule, gehe ich mal zu meinem anderen Traktor, um euch dort noch ein paar Sachen zu zeigen, die mir aufgefallen sind. Hier kommt der Mond vorbeigeschossen. Den Himmel finde ich persönlich sehr schön, weil er sehr dezent wirkt. Diese einzelnen Schlieren im Vorspulen, die sind, denke ich, im normalen Abspielmodus nicht zu sehen. Giovanni fährt immer noch zu schnell, das können wir aktuell, denke ich, nicht beeinflussen. Vielleicht hängt das zum Beispiel schon mit den Fähigkeiten zusammen, dass Giovanni die Fahrfähigkeit vielleicht noch nicht zu dem Level ausgeprägt hat, dass er, ich sag mal, das richtige Gefühl für seine Maschine hat. Was möchte ich euch hier zeigen? Ich habe hier schon mal zwei Spuren vorgezogen. Ich hüpfe einfach mal rein. Starte den Motor. Genau. Und hier war es schon zu sehen. Ihr fragt euch vielleicht jetzt, was war zu sehen? Ich zeige es euch nochmal. Ich bin jetzt aus der Akkuspur wieder rausgefahren. Und achtet mal, ich sag mal, auf den
Winkel des Kopfes. Der geht mit. Sind wir in der Akkuspur drin. Heißt also, diese Funktion macht das Fahrgefühl noch realistischer. Ich fahre noch ein Stück vor, senke den Flug und gehe über die Taste T in die Tempomatstufe 1. Und hier ist schon zu sehen, dass der Pflug uns eigentlich wieder aus der Spur rausziehen möchte. Der Traktor will nach links und ich muss mit leichten Steuerbewegungen, aktuell noch über meine Tastatur, das immer wieder ausgleichen. Die Animation des Treckes ist natürlich noch sehr krass, also ich glaube nicht, dass wir bei 8 km/h den Dreck so hoch spritzen lassen können, dass er bis zur Scheibe hochfliegt. Flug drehen über Taste R. Auch die kleinen Animationen, Zylinderbewegungen, kleine Bleche, alles vorhanden, bewegen sich alle mit und wirklich auch ohne Leistungseinbußen, was ich extrem gut gemacht finde. Hier oben, beim Mauscursor, sehen wir den Giovanni, was auch für das Spiel spricht, weil einfach die Weitsicht ohne Grafikverlust beim Einstellen von einem Helfer noch vorhanden ist. Und das ist wirklich cool. Ich ziehe jetzt noch eine Bahn rüber. Traktor ist wieder in die Akkuspur reingezogen. Abgelassen. Das Ganze nochmal von außen. Leichte Gegenbewegung. Das Schlupf beim Anfahren. Was man hier jetzt gerade noch mal sehen konnte, war, dass der Pflug, der hinter dem Traktor hängt, nicht unbedingt für die Veränderung des Bodens sorgt. Das sind auch schon die Reifen des Traktors. Ich möchte euch das nochmal auf einer anderen Bahn zeigen. Jetzt richte ich mal den Pflug. Ihr könnt hier schon sehen, dass sich der Boden vor dem Vorderrad quasi als grober Boden jetzt schon darstellt. Beziehungsweise als gepflügter Boden, nicht als grober Boden. Das ist nur ein kleines Detail. Jedoch vorhanden. Kann natürlich auch sein, dass das mit den Fahrspuren, die zu sehen sind, und zwar wirklich lange zu sehen sind, zusammenhängt. Ich habe den Pflug nochmal zugeklappt, fahre nochmal an einen kleinen Hügel, weil ich euch dort noch was zeigen möchte. Angezogen. Was will ich euch zeigen? Einfach nur die
wirklich gut umgesetzte Physik in diesem Spiel. Ich werde jetzt die Handbremse lösen und schaut, der Traktor rollt zurück, ohne dass ich Gas gebe oder irgendwas anders mache. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Das sind kleine Details. Vermutlich würde es mich, wenn ich es nicht schon so gesehen hätte, es nicht mal stören, wenn der Traktor einfach am Berg stehen bleibt, ohne zurückzurollen. Aber so ist es natürlich schon echt cool. Des Weiteren sind hier selbst die Fußwege animiert. Nicht animiert in dem Sinn, dass sie irgendwas können, sondern einfach, dass sie eine Kollision haben. Ich fahre auf den Fußweg. Könnte wahrscheinlich noch 4 cm weiter raus die Kollision, aber sie ist vorhanden. Das spricht wirklich für den großen Detailreichtum in diesem Simulator. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Was ich an der Stelle allerdings auch sagen muss, ist, dass der Traktor die Handbremse übersteuert. Da wäre das vielleicht noch cool, dass je nachdem welchen Realismusgrad man eingestellt hat, es zum Beispiel nicht möglich ist, bei angezogener Handbremse einfach loszufahren, ohne eine Störmeldung. Ich persönlich weiß nicht, wie gut man sowas umsetzen kann, ob das überhaupt möglich ist, aber es wäre natürlich noch ein kleines Goodie in dem ganzen Spiel. Ich tappe mich jetzt nochmal zurück zu unserem Giovanni, der hier immer noch seine Runden dreht. Ich mache mal das Arbeitslicht aus. Und ja, schon gut was geschafft. Das Feld ist nicht ganz rechtwinklig. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal kommentarlos an und gucken, wie gut die Helferfunktion funktioniert. Was wir hier natürlich sehen ist, Giovanni fährt über seine erledigte Arbeit und zerstört sie mit seiner Fahrspur wieder. Aber ich glaube, er liebt uns zur Hälfte, denn es sieht aus wie ein halbes Herz.
Der Giovanni hat seine Arbeit vermutlich in der Ecke hier oben mehr oder weniger zu 100% beendet. Schauen wir, was er jetzt macht. Außer quer über das Feld fahren. Und es sieht so aus, als wäre er fertig. Ohne aktuelle Meldung. Ich schaue mal in seine Planung oder in unsere Planung. Moment, hier war's. Planung. Aufgaben. Feldbearbeitung. Aktuell noch in Arbeit. Aber, wie gesagt, es ist erstmal eine sehr frühe Demo. Und für diesen frühen Zeitpunkt ist es wirklich Wahnsinn, was diese Software-Schmiede, will ich es mal nennen, Masterbrain Bytes, schon geleistet hat. Also es ist wirklich, es begeistert mich jedes Mal von neuem. Weil sie meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr geschafft haben als andere Firmen. Mit Spielen, die schon als fertig auf den Markt gekommen sind. Aber okay. Das soll es erstmal wieder gewesen sein von meiner Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Macht's gut und ciao bis zum nächsten Mal.